Okay, ich würde mal versuchen, hier oben links hochzukommen. Ja, schon wieder. Lara, du sollst schieben. Lara, schieben sollst du. Nein! Halt dich fest jetzt und schieben. So. Tada. Was ist das? Ist das ungefähr die Perspektive hier? Ja, das sollte passen. Ich habe, glaube ich, schon länger nicht mehr gespeichert, ne? Ich war zwar eben im Pausenscreen, aber ich habe nicht gespeichert. So, versuchen wir es mal wieder hier hoch. Ich wollte gerade schon sagen, hä, liegt da irgendwie auf der Plattform ein Schlüssel, den ich schon wieder nicht sehe, aber nee, da geht's hoch, okay. Da gerade so, hä? Liegt da ein Schlüssel? Der sich wieder mit Hauttonfarbe hier tarnt. So, da kommen wir hoch. Ah, okay. Was macht der Hebel? Der hat irgendwas aufgesogen. Er hat irgendwas aufgesogen, der Hebel. Aber was war das? War die Plattform eben auch schon hier? Nee, das war eben noch nicht hier. Oder? So, wie kommen wir jetzt am besten da hinten hin? Da ist auch noch eine Plattform. Ist das eine Frage? Nee. Nee, Moment. Erstmal nicht. Erstmal noch nicht sagen, was ich zu tun habe. Es ist halt so schwierig, weil manchmal, also ich spreche ja die ganze Zeit laut mit mir selber. Also ich rede ja sowieso die ganze Zeit hier mit mir selbst und dann rede ich auch noch laut mit mir selber und manchmal stelle ich mir auch selbst einfach Fragen. Ja. Nee, ich versuche erstmal noch selber herauszufinden, was ich zu tun habe. Erstmal versuche ich jetzt darüber zu kommen. Ich muss die Fa Fragen, glaube ich, anders formulieren. Wenn sie an euch gerichtet sind, dann sage ich, ey, ihr, helft mir mal. Aber oft stelle ich die Frage an mich selbst. So, ich schiebe den mal erstmal hier lang, dass ich da. Ups. Also ich versuche jetzt hier den Klotz irgendwie auf die Plattform da hinten rechts, also hier rechts hinzukriegen. Ach, Lara. So. Muss ich jetzt irgendwie hier runterschieben? Einmal hier rüber. So, und dann sollten wir doch auf die Plattform da hinten rüberkommen. Theoretisch. Geht noch einer? Nee, das ist, glaube ich, so das, was man machen kann, ne? Wunderschön ausgedrückt. Danke. Es war gerade so eine Eingebung. So, einmal speichern, bevor ich da gleich runterfalle. Ah, ich glaube, ich brauche mehr Anlauf. Ah, zu viel Anlauf. Nochmal eben positionieren. Und hopp. Na, guck mal, da sieht man schon, da leuchtet irgendwas durch den Raum hier durch. Hat man früher nicht gesehen, ne? Das sah man irgendwie nicht, diesen Schlitz. Naja. Ist ja doch was Gutes, dass man den jetzt sieht, den Schlitz. Mein Kater hat sich da oben mit mir erschrocken.
Der ist gerade aufgehüpft. Scheiße. Ah, Mann. Oh, ich hab gespuckt. Gespuckt beim Erschrecken. Oh, wie dumm. Gut, dass ihr das hier jetzt nicht abbekommen habt. Oh, Mann, dummes Vieh. Das sind dann wieder so Sachen, die weiß ich nicht mehr. Ah, es ist immer so, ich habe wie gesagt vor 5 Jahren zum letzten das Spiel hier gespielt und so Bruchstücke weiß man noch und so andere Sachen nicht. Oh. Ah, so schnell konnte ich meine Waffen nicht ziehen, der hat mich halt runtergekickt. Wie mache ich das denn jetzt am schlausten? So, ich nehme schon mal die Shotgun. Magnum, die könnte ich nehmen. Geräusch von ihm dabei, ey. Ah, jetzt bin ich wieder hier unten. Oh Mann, ey. Okay, ich glaube, meine nächste Taktik ist einfach, ihm entgegenzulaufen. Vor allem laufe ich jetzt erstmal in den Raum. So, damit er uns hier nicht wieder runterkickt. Ja, da ist er nicht. Aua. Oh, Mann. Ey. Was bist du denn für einer? Man sieht ihn halt auch kaum, ne? Warte, warte, warte. Ein Minipack. Ich hänge halt in der Ecke fest. Was soll ich machen? Ist der eigentliche Endboss hier? Danke. Oh. Mann, Mann, Mann. Da qualmt er. So, von wo kam ich jetzt? Oh. Sieht ja auch schick aus, das Fenster. Wie sah das denn damals aus? Ah. Ah, jetzt sieht man auch mal genau, was die hier machen. Was machen die überhaupt da? Was ist das? Ach, der eine gibt dem anderen irgendwie was zu trinken, oder? Was ist das? Ein Kelch. Naja. So, da war ein Hebel. Aha. Dann überlege ich jetzt mal, wie ich da hinkomme. Und speichern, natürlich. Dass der mir gleich nicht schon wieder entgegenkommt. Ah, warte mal eben. Ich kann das doch noch eine Ebene weiterschieben hier. So. Gehen wir mal ganz vorsichtig hier hoch. Oh, hier gab es sogar damals richtige Glyphen. Sogar dieser Smiley hier. Seht ihr ihn? Hier ist so eine Smiley-Glyphe. Er lächelt einen an. Also glaube ich jedenfalls. Ich hoffe, das ist ein Smiley. Die Glyphen sind also auch gleich geblieben. Also sie haben die wirklich auch an der Stelle verschärft. Ja. Oh, das Skarabäus hier sogar. Ja, cool. Und die Damen hier wurden auch schärfer gemacht. Sehr gut. Okay. Da ist noch ein Hebel. Da ist ein Hebel. Zack. Und so öffnet sich das Tor der Katze. Ist auf der anderen Seite auch irgendwas Cooles? Nö, da ist nichts Cooles. Da hinten kann man auch noch irgendwo hin.
Da oben drauf kann man auch. Wie komme ich denn da oben drauf? Von der Plattform aus da hinten rüber springe, wo komme ich da hin? Ist besser? Unten ist auch noch Munition. Aber ich frage mich, wie ich auf die Plattform komme. Egal, ich guck mal eben, ob ich hier rüber komme. Wahrscheinlich auch genau so, ne? Okay, cool. Oh, ich habe ein Minipack gefunden. Toll, wie kriege ich denn jetzt die Munition da hinten? Okay, ich versuche da mal rüber zu springen. Oh, einmal speichern wieder. Aber von hier komme ich doch da nicht rüber. Dann muss ich wahrscheinlich einfach nochmal zurück. Ne? Einfach nochmal den Weg zurück, um an die Munition da zu kommen. Oder? Oder vielleicht komme ich von da vorne. Ah, wird aber eng. Ich versuche mal hier. Oh, ich höre da unten wieder irgendwas. Da höre ich doch ein Krokodil. Kann ich den auch sehen? Halt die Frage, ob ich von hier aus auch zur Munition komme. Die ja schon gerne, ne? Kann ich hier hoch, ohne dass ich runterrutsche? Das sollte doch machbar sein von hier aus, oder? Ha! Aber komm, das ist doch hier. Also. Es kann funktionieren. Fast, ne? Ich glaube, ich muss am unsichtbaren Pixel abspringen. Das heißt, nicht die Kante, sondern Lara läuft ja noch so einen unsichtbaren Bereich um einen halben Pixel weiter vor. Ich habe Lara schon analysiert. Das kann klappen am unsichtbaren Pixel. Hier war der. Habt ihr gesehen den Pixel? Ja. Das war der unsichtbare Lara-Sprung-Pixel, nenne ich ihn. Ah, cool. Tada! Nice. Dann haben wir hier die Munition. So. Trotzdem kann ich da immer noch nicht durch. Egal. Aber ich bin eben einfach ins Wasser gefallen und ich konnte mich noch gar nicht so richtig hier umgucken. So, liegt hier irgendwo noch was rum für uns? Genau, im Wasser waren wir ja gerade schon. Das haben wir alles schon hinter uns. Da oben kann man auch noch irgendwo hin. Ist ein Medipack. Endlich mal wieder. Oh! Mal wieder ein paar Geheimnisse, nachdem wir im letzten Kapitel gar keine gefunden haben. Da fehlt eine Statue beim Schatten. Da fehlt eine Statue beim Schatten? Wie meinst du das? Eine Statue beim Schatten? Welcher Schatten? Welchen Schatten meinst du? Ah, crazy. Haben sie wohl vergessen, ja. Stimmt. Der Schatten ist geblieben, aber die Statue nicht. Sehr lustig. Und auch ein bisschen gruselig. Aber kann ich hier laufen? Nee, die Statue ist hier. Die ist sogar da, Tobi. Ich kann nicht weitergehen. Das heißt, sie ist eigentlich vorhanden. Oder, also der Block ist vorhanden, der Block der Statue, aber irgendwie auch nicht.
Als wäre sie in einer anderen Dimension, in einem anderen Universum gefangen. Sie ist jetzt nicht hier, aber hier ist sie dann doch. Das ist gar nicht eine Grafikanpassung, das ist ein anderes Universum hier. Naja, folgen wir mal der Katze nach unten. Okay, ich habe ein bisschen Leben gelassen, auch gut. Jetzt sogar noch weiter runter. Und da geht's nach links weiter. Oh Gott, so viele Möglichkeiten. Oh. Okay. Nur eine Möglichkeit. In Wahrheit gibt es nur eine Möglichkeit. Das war die falsche. Hä? Ach, wie gemein. Das ist ja frech. Na gut, dann gehe ich halt eben andersrum lang. So, wo komme ich hier unten aus? Okay, keine Stacheln. Das ist gut. Keine Stacheln, das mag ich. Oben ist noch ein Hebel. Da ist noch Munition. Wo ist das Krokodil? Ach cool, ich kann es sogar von hier aus anvisieren. Ach, das ist ja kein Krokodil, das ist der Leopard, ne? Zwei sogar. Könnt ihr mal bitte hier zu mir kommen? Ich hab Geduld. Wie viel Leben die haben. Ach, der eine ist schon mal down, okay. So. Das war's mit euch. Okay. Dann, aber aktivieren wir mal den Hebel. Mein Gott, Lara. Hebel. Wie komme ich da jetzt hin? Okay. Ist besser. Wie komme ich denn? Ach, guck mal, ich kann jetzt sogar noch runter. War ich ja eben hier. Ich war gerade hier unten. Ich wollte nur mal gucken. Ich wollte nur mal gucken. Komme ich da auf die Plattform rübergesprungen vielleicht? Das sieht halt so weit weg aus, ne? Warte, ich speichere noch mal eben, also noch mal eben meine Position hier. Ja. Man sieht halt den Absprung wieder nicht. Egal. Na? Aua, 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 aua. Warte, kann ich. Aua, darf ich hier hoch? Aua, lass mich. Aua. Oh Mann. Aber. Ja. Ja, ich weiß, sie kommen da, aber ich versuche hier hoch zu hüpfen. Nein, nein, Lara, hüpfen, hüpfen, Lara, daneben. Lara, hoch. Au, la kann nicht sein, ich will nur in Sicherheit, Mann. Oh, okay, schade, ein trauriger Tod. Ja, sah auch gerade schon so aus, als könnte man da. Ja, jetzt kommen die. Jetzt kommt ihr. Es öffnen sich sogar beide Türe unten.
Wo sind die? Ja, von hier aus kriege ich die halt nicht so gut, ne? Ihr lauft ganz langsam, sonst kann ich euch besser treffen. Gleich vier auf einmal. Ah, wo bleiben die? So, einer noch. Noch zwei, hä? Ich dachte, der eine wäre schon tot. Immer noch zwei. Spawnen die hier nach, oder was? Das war's doch jetzt, hoffe ich mal. Ich will mal nur mal gucken, ob man da unten, ich speichere mal woanders, ob man da unten bei den Gegnern was findet. Weil da haben sich ja jetzt diese Tore geöffnet. Es ist so dunkel. Das ist aber auch zu dunkel, ne? Und auch ein bisschen schade, weil hier konnte man damals zumindest noch die Wände sehen. Die sind halt einfach nicht existent, die Wände. Einfach in der Dunkelheit. Das ist ein bisschen schade hier mit den Wänden. Naja. Aber hier? Ne, da hinten sieht man die auch nicht. Da hätten sie ruhig noch ein bisschen mehr Licht reinbringen können. Ich glaube, die haben sich gedacht, ey, ich glaube, kein Spieler läuft freiwillig hier rein. Deswegen brauchen wir die Wände auch nicht heller machen. Tja, falsch gedacht. Habt ihr nicht mit mir gerechnet. Hier klingt ja auch nett. Ja, cool. Zwei neue Minipacks. So. Unter jeder Ecke könnte irgendwas lauern. Das kann nicht sein. Das ist doch. Come on. Come on, come on. Habe ich echt so viel Leben gerade gehabt? Also so wenig Leben? Ja, das ist halt so gemein, weil er mich halt hier in die Ecke drängt. Mal wieder. Das ist irgendwie so seine Lieblingsbeschäftigung. Aua, 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 aua. Hä? Aua. Ah, okay, da ist eine Arena. Ja, dann. Okay, Sekunde. Ich lauf mal wieder durch. Ich lauf mal durch bis zur Arena, weil da habe ich auch einfach Platz, würde ich sagen. Da haben wir auch einfach Platz. Ja, lass mich durch. Alter, der ist ganz schön anhänglich. Okay, er ist tot. Er ist tot. Puh.
War der Raum immer schon so leer? Ja. Er war schon immer so leer. Da oben kann man auch rein. Aber das ist noch zu hoch für uns. Aber hier können wir hoch. Oh. Kommen wir hier hoch? Ja, okay. Ach, das ist hier der Bereich, wo wir anfangs reingeguckt haben und den Schlüssel gesehen haben. Cool. Das heißt, wir haben jetzt noch einen Saphirschlüssel gefunden. Das ist ja Wahnsinn. Dann können wir jetzt hier zumindest hoch. Ist ja sonst noch irgendwas? Ach, interessant. Jetzt sind wir überhalb der oberen Plattform hier, wo wir eben hinweggesprungen sind. Da sehe ich noch Munition. Speichern. Ich falle genau dazwischen, ne? Mir fast gedacht. Das habe ich mir. Ja, okay. Ohne Anlauf. Ohne Anlauf? Das war ohne Anlauf, das war aber nicht richtig. Okay, es kann nicht so schwer sein, hier rüber zu kommen. So. Ohne Anlauf hier rüber. Und dann darüber. Und da hätten wir einen Hebel. Was macht der Hebel? Das klang nach Samt. Ich glaube, wir mussten zurück, ne? In dem Raum, wo es erst noch so super leer aussah. Meine ich. Oh, ganz vorsichtig. Ich meine, man hat den Sand doch hier gehört. Okay, das war jetzt, da habe ich jetzt nicht mehr mitgerechnet, dass es hier direkt runter geht. Da hat sich halt eine Luke geöffnet, aber wie komme ich denn da hoch? Ach, einfach hochlaufen. Okay. Hochlaufen, das ist immer eine gute Sache. Dann sind wir hier auf der anderen Seite. Ah, okay. Andere Seite, wo wir das Kätzchen da getötet haben. So, passt hier unser schöner Schlüssel rein? Meine Speichersucht ist hier gerade wieder sehr enorm. Immer schön abspeichern, bevor sich. Ach, wir haben das Level beendet. Oh, toll. Hä? Okay. Ich hatte in Erinnerung, dass es halt noch weitergeht. Aber wir müssen jetzt auch noch irgendwie zurück zu dem Bereich, der doch eben, wo die Klappe doch runterging.